Ich glaube, wenn man eigentlich auf die Reise geht mit einem Start-up, dann wird man als Person extrem wertvoll. Wir haben am Anfang die Idee gehabt, einen neuen Kältespeicher zu kommerzialisieren. Und dann ist natürlich, wenn man so eine Idee hat, ist die nächste Frage, die sich stellt, ist sofort, ja, wie finanziert man das? Wir haben dann die Ausschreibung gesehen, First Ventures, und haben dann sehr schnell gemerkt, dass das für uns das perfekte Gefäß ist. Dann haben wir uns eigentlich gesagt, das wollen wir holen, und da geben wir jetzt Vollgas, damit wir die finanzielle Unterstützung bekommen. Ja, als wir dann das Budget bekommen haben, dann hat sich bei uns alles verändert, oder? Weil wir haben auf einmal unser eigenes Projekt gehabt und sind so im Prinzip vom Student, oder vom Masterstudent, unser eigener Chef geworden. Und wir haben dann einfach auch gesagt, dass wir halt auch den Vorteil haben, dass wir mit der Zusammenarbeit mit der Hochschule halt die Rahmenbedingungen stimmen extrem gut für ein Start-up zu entwickeln aus dieser Technologie, oder? Ja, First Ventures hat es uns ermöglicht, das alles auf die Beine zu stellen und so weit zu kommen, in dieser im Prinzip kurzen Zeit. Und ohne das wäre das nie möglich gewesen. Ja, das war bei uns die grosse Initialzündung.